Willkommen zu dem Workout-Video. In dem Video machen wir ein paar Übungen für die Schultern und den Brustbereich. Und schon geht's los. Die erste Übung gehen wir einfach auf die Matte. Wir brauchen nur die Matte. Die Hände gehen unter die Brust. Und mit den Beinen haben wir die verschiedenen Optionen. Entweder die Beine in die Luft oder wenn ihr nicht könnt, dann könnt ihr auch mit den Beinen einfach am Boden bleiben und mit den Armen machen wir Schwimmbewegungen. Das heißt, wir gehen vor und zurück. Wir ziehen vor und zurück. Super, super gut, genau. Ganz weit nach vorne ziehen und wieder zurückziehen und das ist praktisch, je langsamer und mit Spannung man das macht, desto besser wird das. Also nach vorne ziehen, wieder zurückziehen, vor und vor. Sehr, sehr gut. Das machen wir noch ein paar Mal. Und es ist super, super gut, weil es kräftigt wirklich diesen gesamten Schulternbereich. Also super, super für diesen Schultern- und Brustbereich. Vor allem, wenn man Rückenprobleme hat, Verspannungen hat, dann kann auf jeden Fall das super, super hilfreich sein, wenn man so Übungen macht. Genau, wir gehen noch vor und wir schwimmen vor. Genau, und wir schwimmen. Und wir schwimmen. Super, super, super gut. Noch ein paar Mal, dann haben wir es geschafft. Noch ein paar Mal. Genau, sehr, sehr, sehr gut. Und ausstrecken, wieder zurück. Und ausstrecken und dann entspannen wir. Sehr, sehr, sehr gut gemacht. Wunderbar. Gerne mit der Hüfte nach links und rechts bewegen. Sehr schön, genau, so ist es. Richtig. Die nächste Übung wird auch ganz interessant und ähnlich. Aber bevor entspannen wir noch ein bisschen tief ein- und ausatmen und dann geht's weiter. Mit den Armen gehen wir wie in einer U-Hebung nach oben und der Oberkörper bleibt bei der gleichen Stelle. Wir gehen hoch und hoch und hoch und hoch. Sehr schön, genau. Und hoch, hoch und hoch. Wunderbar. Genau, die Füße gerne noch ein bisschen weiter nach oben. Sehr schön. Und hoch und ziehen. Super, 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 super. Genau, wunderbar. Noch 5, 4 noch, 3 noch, 2 noch und der letzte. Und wieder entspannen, sehr entspannt. Super, super, super gemacht. Wirklich, wirklich gut mit der Hüfte nochmal rechts und links. Alles auslockern, entspannen, ist doch ein bisschen kräfteraubend. Genau, wunderbar. Die nächste Übung gehen wir mit den Händen hinterm Kopf und wir gehen mit dem Oberkörper hoch und tief. Wir gehen hoch und hoch und hoch und hoch. Und wir ziehen und wir ziehen und wir ziehen und wir ziehen. Sehr schön, wunderbar. Wir ziehen hoch und hoch. Und hoch und hoch. Noch 5, 4 noch, 3 noch, 2 noch und der letzte. Sehr schön gemacht. Wir entspannen wieder. Das ist für mich immer die härteste Übung von denen in diesem Video. Aber auf jeden Fall eine, die es bringt. Genau, mit der Hüfte nochmal entspannen. Und ja. Macht eigentlich schon Spaß. Mir macht das immer Spaß. Genau. Dann mit der Hüfte nochmal entspannen, bevor es dann weitergeht. Dann gehen wir langsam mit den Armen nach vorne und wir hacken praktisch Holz. Das heißt, wir hacken und hacken und hacken und hacken. Hacken Holz. Genau. Nicht aufgeben, mit den Beinen noch ein Stück weiter nach oben. Und wir hacken. Sehr schön. Wunderbar. Super, super. Genau. Auch wenn es ein bisschen anstrengend ist, nicht aufgeben, weil so kreiert man Muskeln. Sehr schön. Und ziehen. Und ziehen. Und ziehen. Noch 5 Stück. 4 noch. 3 noch. 2 noch. Und der letzte. Langsam entspannen. Und genau, das haben wir uns verdient. Nochmal mit der Hüfte links und rechts schaukeln. Alles nochmal tief ein- und ausatmen, weil Atmen ist immer wichtig. Und dann gehen wir in die Plank. Das heißt, Schultern in einer Richtung wie ein Brett
stützen wir uns vom Boden ab. Und wichtig ist, dass der Po wirklich in der Mitte vom Körper ist. Also wie ein Brett praktisch. Und halten. Einfach nur halten, halten, halten. Wunderbar, super. So ist es gemacht. Sehr schön. Ist doch ein bisschen anstrengend, aber es lohnt sich, weil das ist eine Übung, die gibt dem ganzen Körper Stabilität, gibt dem ganzen Körper Kraft, hilft davor, Krankheiten zu vermindern oder vorzubeugen. Also wirklich, die Plank ist eine Übung, die ist super, super, wenn man die macht am Tag. Und wir halten. Genau, wunderbar, sehr schön. Wenn ihr nicht mehr könnt, einfach mit den Knien am Boden kurz durchschnaufen und dann wieder zurück in die Plank-Haltung. Sehr schön. Noch ein paar Sekunden, dann haben wir es geschafft. Sehr schön. Noch 5 Sekunden. 4, 3 noch, 2 noch, 1. Ein halber und wir gehen runter. Wunderbar, und das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.